So, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Reist Ruins. Und wir bauen weiter unsere Verteidigung. Und werden jetzt auch mal, obwohl wir keine Bevölkerung übrig haben, wir haben sogar zu wenig Bevölkerung. Wo fehlt's denn? Wassermeister fehlt einer. Ja, naja, nichtsdestotrotz werden wir dann, wenn wir hier unten fertig sind, uns daran machen, die letzten Gebäude zu bauen, die uns noch fehlen, nämlich Rüstungsschmied und Werkzeugschmied. Da ist nämlich noch eine blaue Null. Und das ist nicht schön. Wer ist denn hier eigentlich gestorben? Ist ja auch nicht so cool. Den Weg müsste ich eigentlich auch nochmal neu zeichnen. So, Straße abreißen. So. Müssen wir den Weg nochmal neu bauen. Aber everything is possible. Okay, das ist sogar noch okay. Achso, das ist einfach nur der Drag drüber. Der Drag. So, doppelte Geschwindigkeit. So, dann die Straße entfernen. Gut, das geht gerade nicht, weil hier wieder irgendwelche Gegner in der Nähe sind. Das schon. Ja, Hauptsache wir greifen nicht die Friedhöfe und so weiter schon an. Aber das sieht ja erstmal gut aus. Das werden wir dann mit dem Ballistenturm machen. Da werden wir wieder richtig Spaß haben. So, der ist auch gleich wunderbar. Der ist hier auch schon fertig. Kann man gleich verbessern. Die sind sogar schon etabliert hier. Wer schießt denn hier? Achso. Okay. Ja, hier müssen wir mal ein bisschen darauf achten, dass wir vielleicht ein paar Reparaturdinger dazu holen. Also ein paar Reparatur... Zaubersprüche. Ansonsten macht hier bitte erstmal alles fertig. Schön ist natürlich auch, dass wir hier so viel Müll sammeln, dass unsere Deponien wieder zu oder voll sein werden. Da werden auch die Verbrenner nicht hinterherkommen. Oh, es regnet übrigens. Vielleicht sollten wir nochmal das Land... Oh, obwohl, eigentlich Landmotivieren brauchen wir fast gar nicht mehr machen. Das sieht hier echt gut aus. Hier hinten können wir nochmal Land motivieren. Ja, das ist natürlich ungünstig, dass der Wald genau daneben ist. So. Jetzt ein bisschen ummodeln, aber das passt schon. So. Ja, ansonsten, ne, wie gesagt, hier wird es jetzt schön. Hier werden wir ordentlich kämpfen. Wir schießen hier eigentlich. Blitzphantom-Pfeilturm. Na gut, damit kann ich leben. Solange sie die Sachen selber nicht angreifen, ist das alles immer noch okay. Also ich weiß nicht, warum immer noch die Schaufel hier rumliegt. Packen wir einfach mal hier rein. Ja, wenn sich das Ganze hier mal auch ein bisschen beruhigt hat, dann können wir uns auch noch mal ein bisschen weiter ausbreiten. Wie gesagt, hier können wir leider noch nichts bauen, weil da die Türme noch im Weg sind. Aber wenn wir die dann mit dem Bogenturm alle kaputt gehauen haben, dann passt das schon. Ja, kurz zu Rise to Ruins an sich. Wird jetzt nur noch alle 2 Tage kommen. Da demnächst Planet Zoo, so rum heißt es. Planet Zoo rauskommen wird am 5.11. Und deswegen werde ich jetzt Rise to Ruins erstmal wieder auf 2 Tage strecken. Weil ich halt nicht so viel Zeit habe, ne? Ich gerne arbeite und so, ne? Aber wisst ihr alles. Und deswegen machen wir das Ganze hier nur noch alle 2 Tage. Aber für den Start, die erste Woche war ja komplett durchgehend jeden Tag. Ich glaube, am ersten Tag sogar 2 Folgen. Ich denke, das sollte erstmal passen. So. Gut. Wie sieht es eigentlich statistisch aus? Das sind nicht die Monster. Ich hätte gerne totale Verderbnis. Geht immer noch hoch.
So, eigentlich müsste sie jetzt langsam eingedämmt sein, die Verderbnis. Zumindest so grob. So. Okay, das sieht sehr gut aus. Bogentürme, Bogentürme. Dafür noch zwei. Da hat irgendjemand Steine fallen lassen. Und dann, da hat wieder jemand Steine fallen lassen. Das waren die zwei für hier. Nee. Naja, durch die ganzen Kämpfe hier werden die Leute ein bisschen angespannt. Aber wir müssen unbedingt jetzt gleich die Schmieden und so weiter bauen. Damit hier alle Schwerter in die Hand kriegen. So, da kommt der letzte Stein. Ich hoffe, er bringt ihn auch wirklich hier hin. Sehr schön, danke. So, und dann geht es nämlich richtig los. Weil jetzt werden nämlich die Gebäude angegriffen. Wenn er denn dann Munition hat. Oh, hier ist ein Geheimnis. Ein Schlüssel, schön. Gleich mal unseren Schlüssel schuppen. Ja, gut, zwei haben wir sogar noch. Kiste haben wir hier allerdings erstmal nicht mehr. So, gut, fertig gebaut. Und jetzt können wir eigentlich anfangen, die Gebäude zu beschießen. In 3 Tagen beginnt der Winter. Ja, wir kommen leider nicht hin. Nee. Ich könnte aber... Nee, selbst da kann ich nichts bauen. Überall Verteidigungstürme. Nee, komme ich nicht weiter. Ich muss erst die Gebäude zerstören. Gut, dann machen wir jetzt erstmal die Schmieden. Die passen, glaube ich. Wo ich in die. Da ist die Schmiede. Ach Quatsch, nicht die Schmieden, sondern die Verarbeitungsdinger. So. Dann sollte das passen. Da können wir auch entspannt jetzt bauen. Da wird uns erstmal nichts passieren. Was ist eigentlich mit Nomaden? Wieso kommt denn keine mehr? Müssen wir die Häuser nochmal alle verbessern? Wir könnten eigentlich auch nochmal eins bauen. Beispielsweise können wir hier nochmal eins hinbauen. Da auch nochmal ein geräumiges draus machen. Jawohl, da werden die ersten Sachen angegriffen. Schön! So habe ich mir das vorgestellt. Ja, da können wir jetzt entspannt abwarten, bis die Teile zerstört sind. Oh, daneben geschossen, ne? Ja, das ist natürlich immer super. Da werden wir jetzt ja Spaß haben, wenn wir immer auf diesen Friedhof schießen. Allerdings spawnt er halt auch nur in gewissen Abständen neue Monster. Elizabeth wurde geboren. Haben die gar keine Nachnamen mehr? Was ist eigentlich mit dem hier? Auch schon etabliert, sehr schön.
Ja, schön weiter drauf schießen. Was machst du denn hier? Achso. Ja. Naja, das wird hier auf jeden Fall noch eine schöne Zeit werden da unten. Sehr gut. Werkzeugschmied, check. Wo könnte man denn mal einsparen? Also Holzfäller können wir auf jeden Fall mal einen einsparen. Köche ehrlich gesagt nicht. Jäger ehrlich gesagt auch nicht. Machen wir zwei Bauarbeiter weg. So, Werkzeugschmied und Rüstungsschmied. Jetzt die Frage. Also Werkzeugschmied ist einfach. Da machen wir alles auf 10, würde ich sagen. Holzschwerter. Ja, Holzschwerter kriege ich immer hin. Und hier machen wir mal eine stolze... Was haben wir da? Eine 76. Machen wir eine 80. Holzschwerter will ich nicht. So, hier. Theoretisch auch eine 80. Und eine 80. Und hier eine 80. So, das ist einfach nur hier so provisorisch, dass wirklich auch alle was haben. Und dann werden wir wieder exorbitant viel Eisen schmieden müssen. 64. Auch schon mal voll. Gut, bauen wir erstmal hier das Lager aus. Das werden wir jetzt auf jeden Fall ordentlich nutzen müssen. So, Haus ist auch fertig. Wunderbar. Provisorisch. Da ist ein Geheimnis. Schatzkiste, sehr gut. So, bitte eine Rüstungskiste. Ach, Ressourcenkiste. Naja, gut. Die liegt ja bei der Schmiede eigentlich schon hervorragend. Was den Ort betrifft. So, wie sieht's aus? Ja, geht voran. Das ist noch okay von den Punkten her. Das werden wir auch mal hier ausbauen. Okay, Kind ist gestorben. Scheiße. Wie gesagt, dieser blöde Friedhof muss ja eigentlich weg. Ich werde aber keine Chance haben, da ranzukommen. Da oben könnte ich noch eine Beleuchtung bauen. Ach, da komme ich gar nicht ran. Schön. Weil der scheiß Wald im Weg ist. So, Blitzphantomfeilturm ist auch halb down schon. Sehr gut. So, die sind ausgebaut. Kriegen wir eine neue Munition. Naja gut, das lassen wir jetzt einfach mal so nebenher laufen. Da würden wir eh nicht beeinflussen können. Dann können wir uns auch noch um die Dinger hier kümmern. So, Lager ist schon ausgebaut. Eieiei, das ging schnell. So, dann machen wir erstmal die hier. Dass die ein bisschen Produktionsbonus kriegen. Ansonsten, hier unten sind wir, glaube ich, komplett durch, ne? Ja, ja. Ja, gut, Abfüllstation, richtig, da war was. Da sind wir aber auch schon jetzt wieder bei 380. Josie Sims wurde geboren. So, ja, gut, diese Lager können wir halt alle noch ausbauen. So, Holzfällerschuppen. Provisorisches Sägewerk haben wir sogar noch. Provisorischer Bogenmacher. Und ein kleines Holzlager. Naja, gut. Dann weiß ich ja, was wir als nächstes hier erstmal ausbauen. Nämlich diese ganze Ecke. So, Wohnungen haben wir genug. Also theoretisch könnten wir auch mal wieder ein paar Nomaden kriegen. Ansonsten sieht es erstmal okay aus. Scheiß Verderbnis breitet sich hier langsam hier im Wasser aus. Marilyn Banks wurde geboren. Aber eigentlich ist er eingedämmt. Also was heißt eingedämmt in Anführungsstrichen? Aber eigentlich wächst sie gerade nicht mehr.
das ist halt auch verschenkter Platz hier hinten. Der scheiß Feuerphantom-Pfeilturm ist gleich down. Oder Feuerbogenturm. Was machst du denn hier eigentlich, Steingolem? Okay, ich habe keine Ahnung, was seine Mission da gerade ist. Er schießt aber auch auf alles hier, der Ballistenturm. Schieß doch bitte erstmal ein Gebäude kaputt. Also der ist hier übrigens down. Ach, bevor er sich mal auf eins konzentrieren würde. Nee, nee, nee. So, was möchte ich den hier auch nochmal verbessern? Komm, machen wir. Nochmal eins hoch. So, Apfelstation ist gleich durch. Aber auch die Teile sind alle durch. Echt, beim Holzfällerschuppen mangelt es an Holz? Das ist ja Ironie, Alter. Das ist ja eine Ironie. Hier ist auch kein Holz drin. Hier ist überall Holz drin. Ich weiß auch nicht, wie die Verteilung ist. Weil gefühlt ist hier gar kein Holzfäller mehr. Die sind alle hinten in dem anderen Holzfällerschuppen. So, die Mülldeponien sind beide, naja, fast voll. So, Sägewerk gleich wieder verbessern. Das Ding ist auch fertig, jawohl. Holzlager nochmal verbessern. Da fehlt ein Holzstamm. Könnte bitte jemand diesen letzten Holzstamm noch holen? Es wäre mir sehr lieb. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass hier Holz drin ist. Hier sind nur noch Bretter drin. Helfen wir kurz nach. Kestan Leo. Okay, Friedhof down. Sehr schön. Können wir kurz einmal reparieren hier alles. So, der Friedhof ist auch gleich weg. Der Turm ist bald weg. Der Turm ist bald weg. Fuffi. Ah, der wird nicht mehr lange standhalten. Und dann geht's voran. So, Verderbnis. Oh, wird deutlich weniger. Sehr nett. Und einen Schuss noch, dann war's das mit dem Friedhof. Einmal hat er noch gespawnt. Und das war's. Jetzt kommen exorbitant viele Gespenster. Melanie wurde geboren. Die Melanie. So, könnte der Turm bitte jetzt diesen Turm hier zerstören? Huh. Auf was schießt denn der jetzt eigentlich? Gefühlt auf gar nichts. Naja, gut, ihr werdet das schon machen. So, hier sind wir immer noch nicht weiter. Warum? Der Abend dämmert. Die Monster erscheinen rastlos. Ja, naja, dann sollen sie kommen. Ich glaube, ich bin immer ganz gut aufgestellt hier mit meinen Kombobulatoren. Das passt schon. So, hier fehlt Holz, da fehlt Holz. Ey, da fehlt immer noch ein Holz, Alter. So. Wo sind denn meine beiden, oder meine vier Bauarbeiter eigentlich gerade? So, Bogenmacher auch durch. Auch auf etabliert. Kackdeponie müsst ihr ja auch nochmal ausbauen. Auf etabliert. Und ich bräuchte nochmal Verbrenner demnächst. Und dann müssen wir definitiv die Anzahl an Gebäuden wieder erhöhen.
So. Okay. Auf was schießt er denn jetzt? Jetzt schießt er wieder auf irgendwelche Menschen. Großer, hier. Feuerbogenturm. Bitte. Tu es. Ach, jetzt wird er wieder nicht aus dem Knick kommen, der blöde Turm, und diesen anderen Turm zerstören. Das ist das Wichtigste. Den zerstören, dann kann ich nämlich hier die Verderbnis wieder bekämpfen. Ach, Mann, 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 es geht nicht voran. Und schon wieder keine Nomaden diesen Tag gekommen. Oh, was ist denn hier los? Habe ich da eine Kiste gehabt? Das sieht zumindest so aus, als wenn hier mal eine Kiste gelegen hätte. Ja, schön viel Werkzeug drin. Können wir alles einlagern. So, Werkzeugschmied, wie sieht es denn überhaupt aus? Also, oh Gott, wir haben 65 Eisenschwerter. Wahnsinn. Hätte ja gar nicht gedacht. Können wir auf 90 erhöhen. Rüstungsschmied, das wird dann natürlich ein bisschen schwieriger. Aber die normale Lederrüstung, die haben wir sogar schon. Fehlt nur Eisen. 26.000. Wahnsinn. Ja, Schwerter sind wir sogar auf einem sehr guten Weg. Dass alle eins bekommen. So, hat er. Er hat es immer noch nicht geschafft. So, was ist hier los? Warum rennen alle zurück? Okay, die verteidigen da einfach nur. So, der nächste Arbeiter wird angegriffen. Ja, ansonsten... Achso, Gespenster. Müllschleim. Der ist aber nicht von mir, oder? Na gut, der könnte auch von mir sein. So, irgendein Idiot hat schon wieder den Friedhof angegriffen. Ist schon Tag, ja. Nee, Nacht ist noch. Titlu ist schwanger. Titlu. So, Rüstungsschmied, Werkzeugschmied. Da geht's auch nicht mehr wirklich weiter. Wobei, da kommen noch ein paar Steine. Gut, Steine haben wir auch fertig. Jetzt habe ich den wahrscheinlich verschreckt, dass er die Steine hat fallen lassen, wa? Was? Warum kommen denn die Dinger da raus? Ich will die doch da reinpacken. Ja, gut. Warum auch immer. Das Holz jetzt... rausgenommen wurde von mir. I'm sorry. I'm sorry. So, ach, endlich ist dieser blöde Turm weg. Dann können wir jetzt hier endlich eine Feuerstelle errichten. So, wird immer noch schön gestruggelt. Gut, ist auch gerade Nacht, auch wenn es überhaupt nicht so aussieht. Dim, dim, dim. So, und von hier oben könnten wir eigentlich auch... Ah, können wir nicht weitergehen. Phantompfeilturm. Na gut, sie geht halt jetzt durchs Wasser, ne? Hier könnte ich übrigens noch Golems spawnen lassen. Machen die was? Die machen gar nichts. Die stehen einfach nur blöd rum.
Okay, keine Ahnung, wo sie hingehen. War auf jeden Fall schöne Verschwendung von Einfluss. Gut. Also, das läuft jetzt hier. Tag 14. Die beiden Sachen sind hoffentlich auch bald down. Ja, gut, okay. Verbuchen wir unter Ulk, den ich mal probiert habe. Der aber leider nichts einbringt. So, sehr gut. Friedhof wird weiter angegriffen. Der müsste also auch dann gleich im Arsch sein. Schießt aber schön konstant jetzt der Turm. Macht doch gut Schaden. So, zwei Schüsse noch, dann war's das. Und goodbye, Friedhof. Nice. So, dann bitte jetzt den Phantompfeilturm. Nein, nicht die Feuerelemente. Was ist da eigentlich? Ach, das ist auch noch ein Phantompfeilturm. Ach, den habe ich überhaupt gar nicht gesehen. Aber auch der wird jetzt zerstört. Sehr gut. Dann haben wir die Sachen hier nämlich auch weg. Ach, und dann können wir uns hier weiter ausbreiten. So, mal gucken. Ja, da wird es dann auch schwierig, weil hier der Eisbogenturm ist. Mann, dass man die nicht offensiv angreifen kann, geht halt immer noch nicht, ne? Clay Bangs. So, der ist jetzt auch down. So, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ach scheiße, der steht ja da noch. Das ist ja ungünstig. Gut, der ist dafür down. Eine Gruppe Nomaden. Ein mieses Netzwerk hier. Da werden wir gar nicht so weit kommen. Also hier können wir nochmal eine hinsetzen. Eine Feuerstelle. Ansonsten hat er ziemlich fies gebaut. Und mein Turm kommt leider auch nicht mehr dahin. Ich könnte ihn natürlich noch mehr erweitern. Aber ich weiß nicht, ob er dann nochmal Reichweite dafür kriegt. Aber ich meine, Reichweite ist natürlich wirklich super. Den nochmal, sag ich mal, hier hingesetzt oder so. Und dann könnten wir hier wirklich alles abfrühstücken. Aber gut, da brauchen wir nochmal ein bisschen Zeit. Und vor allen Dingen neue Kombobulatoren. Und erstmal ein paar neue Gebäudeslots. Das machen wir jetzt mal als erstes. Wir bauen nochmal alle Hilfsgebäude aus. Oh, hier haben wir sogar normales noch. Müssen wir gleich doppelt ausbauen. Ich glaube, da hinten war auch noch normales. Ach, sogar noch kleines. Guck mal. Da kriegen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was raus. So, gut. Dann das noch aufbauen. Dann kriegen wir noch mal ein bisschen Verderbnis hier weg. Alter, was hier auch an Müll rumliegt. Wahnsinn. Daniel Captur ist erwachsen geworden. Achso, ja, 7 Leute haben wir noch. Sonja Kimber wohl geboren. So, was brauchen wir denn auf jeden Fall noch? Einen Farmer, bitte. Pfeilmacher. Der stellt mir aber auch Produktion, hier Pfeile her. Also für Dings hinten. Für die Türme. So, 2... gehen noch da rein. Ein Wegebauer noch. Sanitäter brauchen wir nur einen. Wassermeister haben wir 6. Stellen wir noch einen Koch ein. Ein Jäger.
und einen Instandhalter. So, und da ist gleich wieder einer erwachsen geworden. Dann wirst du noch Bauarbeiter. Gut, meine Damen und Herren, dann verabschiede ich mich von euch für heute und wir sehen uns dann übermorgen jetzt erst wieder. Und gucken mal, ne? Wie wir hier weiter voranschreiten. Ich befürchte, wir müssen nochmal einen Bogenturm setzen. Wo genau und wie genau, das sehen wir in Kürze. Ja, wobei wir hier tatsächlich sogar die Dinger angreifen. Gut, ich weiß gerade nicht, ob wir was er schießt, aber... Er greift tatsächlich den Giftbogenturm an. Naja, gut. Alles für übermorgen. Ne? Bis dahin. Tschüssi.